5 erfolgreichen Staffeln im Ausland, in der Hunderttausende Fans begeistert und in der neue Helden geboren wurden, kommt jetzt eine der größten MMA-Organisationen der Welt nach Deutschland. Zwei Teams. 8 MMA-Kämpfer. Eine Villa. Doch nur einer kann gewinnen. Die 7 anderen werden scheitern. Ich will wie jeder andere Champion werden. Aber was ich vor allem will, ist, Leute zu motivieren, ihren eigenen Weg zu gehen. 8 Episoden mit Duellen in der härtesten Kampfsportart der Welt. Gib mir mal den Blitzmesser. Ey, du bist so ein Hänger einfach. Oh, Baby, gib mir. Mich interessiert extrem diese Kunst dahinter, wie ein Mann das leben kann, das Kämpfen einfach, sich nur auf das zu fokussieren und sich nur auf das zu konzentrieren. Dieser Sport formt den Charakter wie kein anderer. Diese Athleten kämpfen um das Recht und um die Ehre, am 4.6. im Finale in der Frankfurter Festhalle antreten zu dürfen. Herzlich willkommen zur Octagon Challenge. Mein Name ist Antonio Bieler. Ich bin wohnhaft in Frankfurt und trainiere auch dort im MMA Spirit. Ich war in der Uni und habe da eine Gruppenarbeit gemacht. Und ich habe da schon zu meinen Kommilitonen gesagt, ey, vertraut nicht darauf, dass ich meinen Part machen werde. Ich glaube, ich breche mein Studium ab und bin dann einfach mehr durch einen Zufall zum Sport gekommen. MMA gibt mir eine Menge Struktur. Das bedeutet, mein Tagesablauf ist strukturiert und auch die Disziplin, die ich auf der Matte habe, überträgt sich natürlich auch auf die anderen Bereiche in meinem Leben. Das bedeutet, meine Arbeit, meine Beziehung, meine Freundschaften, das ist alles mit einem strikten Zeitplan verbunden. Um den Traum leben zu können, und da gehört natürlich einiges dazu. Man muss sich natürlich darüber im Klaren sein, dass man natürlich auf einige Sachen verzichten muss. Es ist nicht so, dass man in den Sport einsteigt und sofort viel Geld verdient. Das muss einem bewusst sein. Und da muss man halt drumherum arbeiten, sich eine Arbeit suchen, die mit den Trainingszeiten vereinbar ist, sich darauf einstellen, dass es eine Menge Arbeit ist, dass es natürlich auch nicht von heute auf morgen geht. Also nichts kommt über Nacht. Mein Name ist Ali Nasir. Ich komme vom MMA Spirit aus Frankfurt. Also ich trainiere seit meinem 14. Lebensjahr. Man opfert halt sehr viel Freizeit. Auch so Dinge, die man im Alltag eigentlich normalerweise macht. Zum Beispiel mal was Schönes essen gehen und sowas. Aber das sind Dinge, das eine, was man will, das andere, was man muss. Und ich habe mich dafür entschieden, Dinge zu tun, die ich muss, wenn ich an ein gewisses Ziel kommen will. Neben dem MMA arbeite ich nachts in einem Club an der Tür, mache die Sicherheit dort. Und das mache ich dann 2 bis 3 Mal die Woche. Ansonsten Fulltime-Training. Also eigentlich habe ich mir mein Jahr ganz anders vorgestellt. Plötzlich kam diese Octagon-Challenge. Ich habe mich natürlich sehr drüber gefreut. War auch klar, dass ich das direkt annehmen werde. Und jetzt sind wir hier. Ich bin Selim Topuz, auch unter dem Namen Selim Lee bekannt. Bin aus Österreich, Wien. Trainiere in Gym 23. Also Kameras so, dass ich den ganzen Tag verfolgt werde, das noch nicht, ehrlich gesagt, das habe ich noch nicht gehabt. Aber natürlich schon ein paar Fotoshootings, weil ich bin ja ein gut aussehender Mann, da muss man ein paar Fotos machen. Vielleicht lande ich ja danach in Hollywood, man kann es ja nicht wissen. Also muss ich mich sowieso dran gewöhnen. So wie Bruce Lee. Beruflich gebe ich Stunden im Gym 23 und auch Privatstunden und ab und an der Tür. So diese typischen Jobs, die sich ausgehen mit dem vollen Training. Also wie ich gehört habe, dass ich bei der Show dabei bin, habe ich zuerst nicht geglaubt, weil ich habe mir gedacht, okay, vielleicht werden sie mich nicht nehmen, weil ich bin ja nicht aus Deutschland, ich bin, glaube ich, der Einzige aus Österreich und war noch so im Wanken, ob ich überhaupt genommen werde. Aber wie ich dann gehört habe, okay, die wollen dich haben, du bist dabei, habe ich dann gleich direkt gefeiert. Ich bin Hassan Shaban, ich komme aus dem Libanon. Bin mit 3 Jahren nach Deutschland gekommen und lebe seit 15 Jahren in Hochtal.
Also ich weiß das auf jeden Fall, dass ich richtig bereit bin dafür und dass ich auch alles geben werde. Ich gebe mein Bestes, ich gebe alles und ich werde auf jeden Fall nicht ganz einfach aufgeben im Käfig. Ich tue das auch nicht nur für mich, ich tue das auch für meine Familie. Wir sind nicht von oben gekommen, wir sind von unten gekommen. Ich bin der eine von meiner Familie, der es nach oben schaffen möchte. Also, wo ich mich in 5 Jahren sehe, das ist für mich irrelevant. Also, ich glaube an Gott und dass Gott für jeden Menschen den Weg aufgeschrieben hat. Und wir werden dann sehen, wo wir in 5 Jahren sind. Also, ich bin der stärkste Kämpfer im Team. Mein Name ist Andre Breschuri, ich bin 25 Jahre alt, ich komme aus Rosenheim im Süden Bayerns und ich repräsentiere auch meine Fight-Team, Martial Arts Academy Rosenheim. Das ist eine riesige Chance einfach. Ich fühle mich auch wie so eine Art Pionier des Sports jetzt hier in Deutschland, das einfach groß machen zu können, ein Teil davon zu sein, vor allem in der ersten Staffel dann mit dabei zu sein und es wird halt für immer bleiben. Also beruflich arbeite ich als Papiertechnologe in der Produktion, im Schichtbetrieb. Ist egal, auch wenn ich 12-Stunden-Schichten gearbeitet habe, ich gehe trotzdem 12 Kilometer joggen danach. Spielt für mich keine Rolle. Ich mache das gerne, ich mache das mit Liebe. Ich habe 10 Jahre in diesen Sport investiert und ich habe jetzt nicht vor, aufzuhören wegen einem Job. Also es ist für mich eine mentale Sache. Also ich finde mich mental schwach, wenn ich wegen einer Arbeit aufhören würde zu trainieren. Und ich finde, ein guter Sportler sollte immer die Disziplin fragen, nicht die Lust. Und die Disziplin wird immer sagen, trainier. In 10 Jahren sehe ich mich mit dem Octagon-Gürtel am Verteidigen im Main-Event vor 15.000 Zuschauern. Mein Name ist Jamie Cordero, ich komme aus dem schönen Bremen. Ich bin 30 Jahre alt und trainiere im Elevate Gym Bremen. Hauptberuflich bin ich Personal Trainer und ich habe jetzt vor kurzem mein eigenes Gym gegründet. So ist es für mich möglich, zwischen Familie, Gym, Personal Training, diese Balance mit den Kämpfen trotzdem noch auf einer Ebene hinzukriegen. Bei dieser Show dabei zu sein, bedeutet für mich eine riesige Chance, einfach mich, mein Gym, mein Team bekannter zu machen. Wir sind relativ neu am Start in der MMA-Szene und das ist für mich eine große Chance. Verrückt sein gehört wohl dazu. Man liebt die Herausforderung, man liebt die Challenge. Das ist eines der vielfältigsten Sportarten meiner Meinung nach. Man muss auf allen Ebenen gut sein und ich stand schon immer auf Challenges. Die Herausforderung liebe ich und bringt mich auf ein neues Level. Ich bin Yusuf Yarade, 18 Jahre alt. Ich komme aus Pforzheim und trainiere jetzt seit kurzem im Bulldogs Gym in Karlsruhe. Ich bin ja ein bisschen später gekommen. Ja, wie immer habe ich mich verspätet. Also beruflich mache ich gerade ein Praktikum als Trainer bei uns im Bulldogs Gym. Das verbindet sich perfekt mit meinem Sport. Ja, ich bin quasi immer in meiner Leidenschaft drinnen. Dementsprechend kann ich mich auch voll und ganz auf den Sport konzentrieren und das ist genau das, was ich einfach immer haben wollte. Ich wollte nichts anderes. Jetzt will ich mich erstmal einfach nur auf den Sport fokussieren und alles andere kommt dann später. Ich bin ja von allen der mit Abstand Jüngste. Ja, ich bin ja erst 18, das heißt, die haben alle viel mehr Erfahrung als ich. Es ist mir bewusst, was auf mich zukommt und ich nehme das ganz normal an. Das ist ja alles Lernen. Auch wenn es, sagen wir jetzt mal, scheiße läuft, kein Problem, Alter. Dann schaue ich mir den Kampf an, lerne daraus, gucke, was ich falsch gemacht habe und dann geht es direkt wieder weiter. Ich bin Simeon Capuja, komme aus Köln, Deutschland und trainiere bei der Sportakademie Prang. Beruflich bin ich Student Sport an der Sporthochschule in Köln. Dementsprechend habe ich noch das Privileg, dass ich sehr flexibel bin, um auch Profi zu kämpfen. Mit so einem Format wie Octagon Challenge, einer TV-Show, die ausgestrahlt wird, bringt es den MMA-Sport weltweit den Sport auch noch näher. Also weil du einfach einen Einblick hast zu den Personen, die da selber teil dran nehmen, deren Persönlichkeit kennenlernst und einfach auch merkst, ey, das ist kein Dumpfbackensport, wo es einfach nur ohne Regeln und einfach auf die Fresse hauen. Das ist schon lange nicht mehr. Das ist ein hochprofessioneller Sport. Für mich der professionellste Sport und anspruchsvollste Sport, den ich jemals in meinem Leben betrieben habe. Und ich habe viel ausprobiert, von Football zu Fußball, Basketball, Handball. Ich
Seele, was hast du für einen Nacken, Mann? Was hast du für einen Nacken? Ja, das waren noch gute Zeiten. Also, herzlich willkommen erstmal an alle Kämpfer. Schön, dass ihr da seid und wir hoffen, ihr hattet eine gute Anreise. Für euch geht es um den Finaleinzug am 4.6. bei Octagon 33. Wenn die Veranstaltung in die Festhalle nach Frankfurt kommt, ihr werdet vor knapp 10.000 Leuten kämpfen. Um den Finalsieg, um 10.000 Euro und um den Titel des ersten Octagon Challenge Champions in Deutschland. Kämpfer, ich wünsche euch viel Erfolg dabei. Der erste Eindruck von den Kämpfern war ziemlich unterschiedlich, muss ich ehrlich gesagt sagen. Man merkt aber bei allen, dass sie sehr motiviert sind. Die haben wirklich Bock, hier jetzt loszulegen. Es ist schon geil, so das Funkeln in ihren Augen jetzt zu sehen. Jetzt da, wo sie ihre eigenen Gesichter da auf den Plakaten sehen und jetzt wissen, dass sie jetzt daran teilnehmen dürfen. An der ersten Show, MMA-Show vor allem auch, in diesem Format im deutschen Fernsehen. Und nicht nur, dass sie daran teilnehmen, sondern dass sie auch die Möglichkeit haben, der erste Champion dort zu sein. Es geht um 10.000 Euro und es geht um einen Gürtel. Als ich reingekommen bin und den Cage gesehen habe, war schon dieses Kribbeln wie beim Walkout. Ich mir gedacht habe, ey, geil, okay, hier geht's ab. Hier performst du und das ist der Weg, der dich eventuell zu jemandem ganz Großem machen kann. So, als ich das erste Mal jetzt in die Base reingekommen bin und da den Cage gesehen habe, das Setup, die Bilder von allen Kämpfern, das ist natürlich auf jeden Fall schon beeindruckend, weil das ist auf jeden Fall ein Step-up zu den Veranstaltungen, auf denen ich bisher gekämpft habe. Wie ich mein Bild das erste Mal gesehen habe, habe ich mir gedacht, okay, ich möchte das haben. Dass wenn das dann vorbei ist, dass ich das im Gym aufhängen kann. Das zeigt auch noch mal, ey, das ist ein anderes Level hier. Also ich muss sagen, die Octagon Challenge jetzt auf den ersten Blick ist, kommt ja sehr professionell rüber. Man weiß ja nie, auf wen man da trifft. Und ich war sehr überrascht und habe mich auch sehr gefreut über einen ganz bestimmten Teilnehmer, den Jamie Cordero. Wir haben eine gemeinsame Vergangenheit, die hier hoffentlich gerade gestellt wird. Das war mein Profidebüt. Und der Kampf ging relativ schnell vorbei. Ich habe ihn in 30 Sekunden gewonnen, also durch K.O. Ich meine, das ist ja nur ein Sport. Aber trotzdem will ich unbedingt gegen ihn kämpfen und gegen ihn gewinnen. Dann wird es wahrscheinlich so laufen wie letztes Mal. Deswegen würde ich ihm wünschen, dass er erst einen anderen Gegner kämpft. Kämpfer, es wird Zeit, euren ersten Coach zu begrüßen. Er ist Veteran einiger der größten MMA-Ligen in Europa. Und er kämpft seit über 20 Jahren als aktiver Profikämpfer. Begrüßt mit mir euren Coach Martin Zawada. Mein Name ist Martin Zawada, Spitzname King Kong. Ich komme aus Düsseldorf, ich trainiere auch in Düsseldorf. Ich habe jetzt ein eigenes Team, Team Zawada. Mach MMA seit 2000. 1999 habe ich Kampfsport angefangen. 2003 habe ich meinen ersten Profikampf gemacht. Das ist jetzt schon fast 20 Jahre her. Und ich freue mich auf die Aufgaben hier bei Octagon. Begrüßen wir euren zweiten Coach. Er ist ebenfalls ein weitgereister Veteran, er ist Ex-UFC-Kämpfer und er ist der Bruder von Martin Zawada. Begrüßen wir David Zagat Zawada. Hallo zusammen, mein Name ist David Zawada. Ich bin 31 Jahre alt und lebe in Düsseldorf, Deutschland Düsseldorf. Bin gebürtiger Düsseldorfer, bin auch dort geboren. Und mein Kampfrekord liegt bei 17 Siegen und 5 Niederlagen. Kommen wir nun zu euren Coaches vom MMA Spirit aus Frankfurt. Bitte begrüßt mit mir den MMA-Veteran mit 20 Siegen und den Ex-M1 Global Champion Stefan T800 Pütz. Mein Name ist Stefan Pütz, ich komme aus Frankfurt. Ich bin seit 12 Jahren hier im MMA Spirit, kämpfe fürs MMA Spirit. Ich komme aus München ursprünglich, konnte gute Erfahrungen machen mit diesem Sport und freue mich, dass ich Teil dieses Formats hier bin. Grüß dich. Hallo Stefan. Grüß dich. Grüß dich. Kommen wir nun zum zweiten Coach vom MMA Spirit aus Frankfurt. Mit 14 Siegen im MMA und einem unserer Botschafter unseres Sports auch über YouTube, bitte begrüßt mit mir Christian Eckerlin. Ich bin Christian Eckerlin, bin 35 Jahre alt, komme aus Frankfurt am Main, trainiere im MMA Spirit, bin GMC-Champion, FFC-Champion, GMC-Mittelgewicht-Champion, kämpfe bei Octagon. Ich habe meinen ersten Kampf bei Octagon auch erfolgreich abgeschlossen. Grüß dich. Nochmal.
Ich erhoffe mir sehr viel von der Show allgemein, auch für Deutschland, dass wir den MMA-Sport nach vorne treiben. Ja, die Octagon Base beinhaltet das Wichtigste, ein Cage. Und vier Kämpfer pro Team. Also Christian und Stefan kenne ich sehr gut. Wir kennen uns schon sehr lange. Das sind auch sehr, sehr erfahrene Veteranen. Wir haben eigentlich ein, was heißt eigentlich, wir haben ein gutes Verhältnis. Also das andere Team, Stefan Pütz, Christian Eckler, MMA Spirit, super professionelle Jungs, kenne ich auch persönlich sehr lange. Harte Konkurrenz, aber das ist auch unsere Motivation. Unser Team gegen das Team von Stefan und Christian, man kann das in Deutschland nicht stoppen. Das sind schon zwei High-Level-Teams. Jetzt kommen wir zur Zuteilung der Teams. Beide Paarungen der Coaches dürfen jeweils abwechselnd einen Kämpfer zu sich ins Team holen. Martin, David, ihr macht den ersten Zug. Okay, der erste ist Jamie Cordero. Antonio Bilal. Hassan Shaban. Ali Nassir. Der nächste ist Simon Capuja. Youssef Jarade. Der letzte in unserem Team ist der Indrid Praishuri. Willkommen. Der letzte Kämpfer in unserem Team ist Selim Topuz. David und Martin haben einen guten Eindruck auf mich gemacht. Brutal. Alter, was soll ich sagen? Die sind reingelaufen. Ich habe mich wie so ein kleines Fangirl gefühlt. Ich bin froh, dass ich beim Team Eckerlin und Pütz bin. Wenn ich die so vom, also ich kenne sie nicht persönlich, aber beobachtet habe, so in YouTube-Kämpfe gesehen habe. Ich kenne die anderen nicht, ich habe sie nie fighten sehen. Ich bin mehr als glücklich, wenn sie alles bringen, was sie können. Und ich werde dasselbe tun. Ganz stumpf gesagt, wir sind alle länger als das andere Team irgendwie. Der Auswahl der Kämpfer bin ich natürlich sehr zufrieden. Ja, ich bin sehr zufrieden mit den Kämpfern, wo wir im Team haben. Kommen ja alle sympathisch rüber, sind auch fokussiert, also haben auch Respekt. Das ist sehr wichtig, Respekt und Disziplin. Ich kenne Antonio gut. Was er drauf hat, das kann besser mein Bruder. Der war sein Trainer, der kann das mehr einschätzen als ich. So, Kämpfer, ihr habt eure Coaches kennengelernt, ihr wurdet den Teams zugeteilt. Jetzt geht's an den Einzug in die Villa. Okay, Jungs, here we go. Das ist für die nächsten Wochen euer Platz, an dem ihr euch vom Training regenerieren werdet. Wir haben noch eine Überraschung für euch, beziehungsweise, um genau zu sein, ihr seht das, zwei Überraschungen. Wir haben einiges für euch vorbereitet. Die Villa ist bereitgestellt für euch. Ihr werdet alles finden, was ihr braucht, an Essen, an Supplementen und so weiter. Und wir haben noch einen kleinen Tipp für euch. Wählt euer Bett weise aus. Das kann entscheidend sein für den nächsten Tag. Viel Spaß und willkommen. Zimmer. Also hier ist Doppelbett, das ist schon mal geil. Schön aus, schön herum. Ja, hier. Schön für dich. Ja, schlafen. Oh, die ja, Arme müssen zusammen schlafen. Küsst euch mal. Ja, hey, aber das ist eine geilere Decke. Ich klau dir deine Decke. Walla, die ist geil. Walla, die Decke ist stark. Ich kann hier pennen. Hier ist Blazy. So, ein bisschen zocken. Wo ist Blazy? Ja, hier. Mach. Who wanna lose? Was ist da oben? So, der erste Eindruck hier von der Villa ist schon nice. Viel Stuff hier. Wir haben noch Geschenke gekriegt von Octagon. Schöne Klamotten, Supplements, alles da. Kühlschrank ist voll. Was will man mehr? Geil. Macht irgendwie Spaß, nur mit den ganzen Jungs mal wieder zusammen.
Wie in alten Tagen, sage ich mal so, ne? Ein bisschen so Jugendherberge, Klassenfahrt. Ich denke, in der Küche wird es die meisten Probleme geben. Die ist viel zu klein für 8 Personen und jeder hat Hunger, jeder möchte schnell irgendwie irgendwas machen. Der eine drängt den anderen, keiner sagt, okay, warte, ich mach mal kurz halblang. Ich bin Koch durch und durch, gerade weil ich mich vegan ernähre, würde ich mich eher ungern auf die anderen verlassen, dass da was Gutes bei rumkommt. Ich muss einen Tofu von dir probieren. Probier, einfach so. Jetzt on camera. Ja, gut, gut. Wirklich gut. Ich glaube, die meisten Probleme werden stattfinden erst nach dem Kämpfen. Ja, da glaube ich. Jetzt verstehen wir uns, jetzt ist alles noch in Ordnung, aber ich glaube, hier gibt es bestimmt ein paar Leute, die, wenn die verlieren, nehmen sie es ein bisschen persönlich. Nicht nur das athletische Können der Athleten ist gefordert. Die Teams werden verschiedenen Challenges unterzogen, in der sie raus aus ihrer Komfortzone genommen werden und sich auch in anderen Bereichen beweisen müssen, mit denen sie sonst überhaupt keine Berührungspunkte haben. Wie ihr seht, kommen wir heute zur ersten Challenge. Wir sind draußen. Ihr werdet jetzt mal auf einer anderen Ebene gefordert. Das Team, das die erste Challenge gewinnt, darf bestimmen, wer gegen wen kämpfen wird. Und das Team, das verliert, darf die nächsten Tage über das Haus putzen. Okay, Männer, willkommen zu eurer ersten Aufgabe. Das ist die Outdoor Survival Challenge. Ihr habt 3 Aufgaben, die ihr in jeweils 20 Minuten erledigen müsst. Der erste Teil, ihr müsst Werkzeuge herstellen, wie zum Beispiel diesen Hammer. Die braucht ihr dann später für die weiteren Aufgaben. In der zweiten Runde bekommt ihr diese Zeltplane. Und mit dieser Zeltplane und dem Equipment müsst ihr einen Unterschlupf bauen, in dem euer gesamtes Team Platz hat. Und im Teil 3 geht es darum, ein Feuer zu entfachen mit Werkzeugen wie dem hier. Jetzt wisst ihr, was zu tun ist. Aufgaben stehen bereit. Ihr habt jeweils 20 Minuten Zeit. Macht euch bereit. 3, 2, 1 und los geht's. Gerade sind wir in dem Wald und müssen verschiedene Aufgaben absolvieren. Die erste Aufgabe ist, Werkzeuge aus Holz zu fertigen. Auf. Komm. Während der Challenge ist gerade ein Messer verloren gegangen. Die Vermutung liegt nahe, dass einer vom gegnerischen Team eines der Messer geklaut hat, um es den anderen quasi in die Schuhe zu schieben, um ein bisschen Zeit herauszuzögern. Die schwerste Aufgabe für uns ist auf jeden Fall das Zelt aufbauen. Wir überlegen gerade die ganze Zeit, wie wir es besser machen können. Das andere Team vermeintlich gute Lösung gefunden. Also dieses Team Savada, die Jungs, die sind wirklich gewitzt. Die haben sich nämlich vom Team Pütz-Eckerlin haben die sich abgeschaut, wie man das Zelt eigentlich richtig aufbauen soll. Haben es dann selber besser gemacht und sind dann früher fertig geworden. Jungs, passt auf eure Hand auf. Das ist einfach nur zum Brennen. Nimm mir mal das Holzstück da. Das darf nicht ausgehen, Jungs. Das geht los. Nein. Reicht, Jungs. Unser Team nicht so clever, hätten vielleicht sich auf andere Sachen erstmal konzentrieren sollen, hätten wir abwarten müssen, was das andere Team macht, aber die sind noch alle jung, von daher kann man das denen noch verzeihen. Das heißt jetzt, Sieger der Challenge ist das Team Savada. Die Trainer entscheiden jetzt, wer den ersten Kampf machen wird. Sie werden die Paarung zusammensetzen und dann wird gekämpft. Mein Team hat anscheinend verloren. Also ich bin der anderer Meinung. Es ist nicht immer alles zu fertig gelaufen. Das Team hat uns erstmal gesagt, dass wir irgendwas von denen genommen haben. Irgendwie, denen hat irgendwie ein Messer gebildet, haben die Schuld auf uns geschoben. Wir wollten die ein bisschen schummeln, aber egal, hat nicht geklappt. Aber was unfair war, wie wir das Zelt gebaut haben, also den Windschutz, Regenschutz, haben die das von uns eigentlich abgeschaut? Komplette Fake News. Also ich weiß nicht, was das andere Team da... Wir haben abgeschaut.
Team Zawada hat die Kontrolle. Sie dürfen jetzt quasi aussuchen, wer gegen wen antritt. Und Martin Zawada ist ein alter Veteran, richtig ausgefuchst. Ich bin wirklich gespannt darauf, wen er jetzt als erstes ins Feld schicken wird. Coaches, Kämpfer, die erste Challenge ist vorüber. Nach drei harten Runden heute Morgen im Survival Camp steht der Sieger fest. Das heißt jetzt, dass ich das Team Zawada die Kampfpaarung aussuchen darf und dass das Team Pütz-Eckerlin die Hausarbeit für die nächsten Tage übernehmen muss. Wie fühlt es sich an, dass ihr den ersten Sieg geholt habt und dass die anderen für euch quasi die Hausarbeit übernehmen dürfen? Ja, scheint sich gut anzufühlen, ne? Ja, die haben sich was von uns abgeschaut, deswegen. Das ist doch schon der erste Fehler, ihr müsst gewinnen. Versteht ihr das? Wie die Lehrer, so die Schüler. Okay, Martin, David, ihr habt jetzt das Privileg oder die Aufgabe, ihr dürft die Kampfpaarung für das erste Match wählen. Das heißt, ihr könnt euch gleich mal kurz zurückziehen, beraten. Ihr nehmt einen von euren Jungs, einen Kämpfer vom anderen Team und das wird dann das erste Matchup werden. Martin, David, seid ihr zufrieden mit euren Jungs, wie sie die Challenge gewonnen haben? Ja, auf jeden Fall. Die haben ihr Bestes gegeben. Sieg ist Sieg. Ist wichtig für die Mentality unseres Teams. Und so eine Challenge schweißt auch zusammen. Und Glückwunsch, Jungs, wir sind sehr stolz auf euch, ja? Und so sollte es auch sein. Ich meine, das zeigt von vornherein das Winner-Mindset. Und ist auch gut. Verlust ist natürlich immer schlecht, zu verlieren für die Mentalität. Aber es sollte euch anspornen, für den Kampf, für die Kampfansetzung, die David und Martin ansetzen werden, alles zu geben. Da das Ganze wieder rauszuholen und die nächste Challenge zu gewinnen. Wir werden heute ein hartes Training absolvieren, damit ihr wieder in die richtige Spur kommt. Ich hasse es zu verlieren. Und nachher werdet ihr die Quittung dafür kriegen, auf jeden Fall. Straftraining. Mit dir haben wir nicht geredet, ja? So, wen nehmen wir denn jetzt? Mal gucken. Von unserem Team Hassan, Endrit, Jamie, Simon. Oder vielleicht gegen Antonio oder Simon. Also ich habe mir auch schon ein paar Gedanken gemacht im Vorfeld, wer gegen wen antreten könnte. Und das mache ich mir auch immer noch. Ich habe da ein paar Paarungen im Kopf. Und wir schauen uns die jetzt genau an, zusammen mit meinem Bruder. Und dann werden wir auf die erste souveräne Paarung kommen. Ja, ich denke mal, den Hassan würde ich später vielleicht einsetzen. Es ist nicht einfach, weil beide sind gute Allrounder. Ich glaube, wir nehmen diesen Kampf. Hä? Ja. Meinst du? Ja, wir nehmen diesen Kampf, okay? Okay? Alles klar. Die erste Kampfpaarung steht. Martin, nenn uns den ersten Kämpfer aus deinem Team. Also aus unserem Team kommt Simeon Capoeira. Geil. Ich mag es immer, mich zu beweisen. Okay, Martin, jetzt der Kämpfer vom Team Pütz-Eckerlin. Wir kämpfen, unser Team kämpft gegen Selim Topuz. Okay, ihr habt euch gedacht, nur weil ihr das bessere Feuer gemacht habt im Wald, jetzt werdet ihr sehen, wer das Feuer im Käfig macht. Ganz klarer Sieg. Das werden wir sehen, das werden wir sehen. Schauen wir mal. Das werden wir sehen. Warum haben Sie den relativ unerfahrenen Simeon Capoeira gegen Selim Litopus gestellt? Meine Vermutung ist, Simeon, seit ich ihn gesehen habe, der Junge ist richtig heiß. Selim andererseits kann ich irgendwie eher schwer einschätzen. Wir kamen halt auf Simon auch aufgrund mit Absprache mit den Jungs selber, wer es am wenigsten Gewicht zu machen hat. Ich denke, Selim ist einfach der erfahrenere, vom Skillset her der bessere Fighter, so, sowohl am Stand als auch am Boden. Simeon gegen Selim Lee. Es wird ein schwerer Kampf, aber dafür wird es ein richtig geiler Kampf. Okay, gut. Kommen wir nun zum Stare-Down. Simeon hier, Selim hier. Die erste Begegnung bei der Octagon Challenge. Ja, die beiden stehen sich jetzt gerade gegenüber. Es ist richtig Feuer in den Augen. Die beiden haben richtig Bock. Und ich denke, morgen gibt es eine richtige Schlacht dort. Okay, Männer, ich wünsche euch viel Erfolg für übermorgen. Ne? Der erste Kampf der Octagon Challenge: Simeon Capoeira gegen Selim Topuz.
Jetzt, wo ich weiß, gegen wen ich antrete, bietet sich natürlich dieselbe Szenario des Fights ab, aber mit einem Gesicht. Denkst du, okay, wie bewegt er sich? Was mache ich dann? Natürlich laufen in deinem Kopf deine Lieblingskombinationen ab oder Lieblings-Ground-Game ab. Ich kann es kaum erwarten, jetzt zu trainieren. Ich bin so fucking heiß. Ich habe richtig Bock. Hier dabei zu sein bei Octagon Challenge ist, wir haben im Team viel darüber gesprochen. Jetzt ist, kommt die Möglichkeit dieses Jahr schon und das zeigt auf jeden Fall, dass harte Arbeit sich auszahlt. Das Ziel hier bei Octagon Challenge ist natürlich, das Ding zu gewinnen. Mama mag es überhaupt nicht. Papa ist auch sehr zügig bald. Meine Geschwister und meine kleine Nichte sind so mein Motor. Sie nennt mich auch immer Löwenkönig. Wir haben früher immer zusammen gespielt. Sie war die Löwenprinzessin. Ich war der Löwenkönig. Dementsprechend ist auch mein Fightname Mufasa, König der Löwen. Total immer an sich glauben, vor allem in den Momenten, wo es nicht danach aussieht. Und da habe ich in Köln meine Coaches. Wir sind vor allem, was das mentale Game angeht, machen wir sehr viel. Meditation, Visualisierung, Eisbaden etc. pp. Ich darf, würde ich ihn beschreiben, als einen rohen Diamanten, der Explosivität, Geschwindigkeit, das war alles immer schon da. Ich würde sagen, dass aber diese Ruhe wirklich zu finden und auch zu halten und zu kontrollieren vielleicht, dass das eher eine Sache ist von den letzten Jahren. Es ist wie eine Droge für mich. Also ich brauche nichts anderes. Sobald die Tür hinter einem zugeht und der Gong erklingt, ist es Tunnelvision und einfach nur Gas geben und der Bessere gewinnt. Ey, Philipp, ich habe mega Bock, ich bin richtig heiß. Ich hoffe, du bringst alles, was du hast. Ich weiß das eigentlich. Ich werde alles bringen, was ich habe. Und ich freue mich auf einen super Fight. Kopf höher ein bisschen hassen, ja. Gegner Selim Lee ist ein erfahrener Mann, hat 8 Kämpfe, also 6 mehr als Simian. Wir stellen uns auf einen harten Kampf an, weil, wie gesagt, er bringt an die Erfahrung mit. Hat schon mal verloren, Simian hat noch nicht verloren, das ist, glaube ich, unser Vorteil. Wir dürfen nicht im Rückwärtsgang kämpfen, wir müssen den Kampf machen. Simian hat gute Kondition und darf den Gegner nicht überschätzen, nicht überunterschätzen, aber wenn er so wie jetzt beim Training sich anstellt, dann sehe ich sehr, sehr gute Chancen, den Kampf zu gewinnen. Simian wird jetzt viel Wasser verlieren müssen. Er hat jetzt viel Wasser nachgefüllt, ab jetzt ist Schluss mit Wasser trinken. Und dann wird er nach dem Gewicht bringen, wird er wieder Wasser nachfüllen, viel essen, sich wieder auffüllen. Ich will jetzt nicht zu viel machen, damit du nicht zu viel Kraft verlierst. Du hast gute Hausaufgaben, du bist schon gut vorbereitet hier. Wir müssen jetzt nicht mehr so viel Gewicht machen wie gestern. Es sind nur noch 1 Kilo übrig geblieben. Diese Möglichkeit muss man nutzen. Ihr seid schon Coaches, die einfach, ihr habt so viel gesehen, so viel gemacht. Du meinst es allein schon. Ja, guck mal. Zu meiner Zeit gab es gar nicht was. Ja, schön gesagt. Easy. Das härteste geschafft, ist ja bekannt. Super. Jetzt geben wir Gas. Haben wir einen kleinen Lauf gemacht, 30 Kilometer. Das ist Frühstück bei mir. Jetzt schreiben wir mal ein Gewicht. 1 Kilogramm noch. Wir fahren in Spirit trainieren und da machen wir auf jeden Fall das Rest vom Gewicht. Ich muss jetzt seine Wäsche auch mit aufhängen. Aber da wir ein gutes Team sind, machen wir so, dass ich heute die Wäsche aufhänge und er morgen dann. Da prügeln wir uns auch nicht. Mein Auge ist immer wieder am Tropfen. Ich gehe davon aus, dass er eine gute Schlagpower hat.
forciert ist, dass du diese Rechtstendenz hast und mit deiner Standfläche, genau, oder über die Mitte oder mit der Schlaghand durch die Mitte, genau. Er hat ein gutes Distanzgefühl, bewegt sich sehr gut. Also ich bin absolut zuversichtlich, dass wenn er das macht, was er machen soll in dem Kampf, das heißt mit seiner Führhand lang arbeiten, die Linie verlassen, dass er ihn schlagen kann und unseren ersten Sieg bringen wird. Er ist ja der erfahrenste Kämpfer vom Kampfrekord her. Und ich denke, er weiß da in allen Facetten, was er zu tun hat. Von daher bin ich da guter Dinge, dass er den Kampf nach Hause holt. Aber nichtsdestotrotz muss er natürlich aufpassen, den kleinen Handschuh kann immer was passieren. Ne? Jetzt habe ich mit den Jungs ein bisschen geboxt und an der Wand trainiert. Jetzt gehen wir rüber in die Sauna. Ja, für sag mal, normale Leute ist es vielleicht ein bisschen ungewohnt, das Gewicht in der Sauna zu machen. Auch speziell jetzt 2 Kilo. Hört sich zwar viel an, ist aber nicht viel. Andere Kämpfer machen viel mehr Gewicht. 700 Gramm habe ich noch und dann bin ich fertig. Das war's dann. Dann die Waage bei der Base. Dann will ich einfach mal essen. Einfach 2 Liter Cola trinken mit Eis. Mehr will ich nicht. Aus. Das ist mir egal. Ich trainiere schon circa 11 Jahre habe ich hinter mir. Also meine Mutter weiß nicht einmal, dass ich so richtig MMA mache. Sie hat es noch nicht ganz realisiert. Wenn du sie fragen würdest, würde sie sagen, mein Sohn macht Karate. Sie schaut also kaum meine Kämpfe. Sie hat sich einmal einen Kampf angeschaut und hat mich dann gefragt, ob ich mich beim Gegner entschuldigt habe. Das waren Geschenke. Die Leute, die ich genervt habe mit meiner Kampfkunst. Und die haben mich immer Seremni genannt. Und dann haben sie mir sowas gekauft. Und das habe ich dahergegeben als Motivation. Was ich schon alles so geopfert habe im Leben. Ich glaube, alles, was man opfern kann, von Arbeit bis Freundin, bis Auto, Wohnung. Viele haben Amateurkämpfe, was ich zum Beispiel nicht hatte. Ich habe direkt auf Profi übersprungen. Ich habe schon, sieht man vielleicht die Narbe, hier mal die Hand gebrochen gehabt, den Mittelfinger, Mittelhandknochen, linkes Wadenknochen, rechter Wadenknochen, linker Zehen, Großzehen, Jochbeinbruch, ich glaube, ich habe fast alles gehabt. Ich würde sagen, ich bin früher sehr introvertiert gewesen. Kam sicher für manche verrückt rüber, weil ich habe wirklich mehr trainiert, als wie mich sozialisiert. Und was mich besser macht, dann war an erster Stelle mein gutes Aussehen, das ist ja klar. Aber das Kämpferische zählt ja, glaube ich mal. Ich freue mich, dass mir Octagon die Chance gibt, zu zeigen, was ich kann. Und das werde ich auch machen, das werde ich auch nutzen, diese Chance. Und dafür bin ich ja nicht da, deswegen nehme ich den Shit ernst. Und I'm not here to talk, I'm here to smash. Ich glaube, er wird K.O. gehen, weil ich harte Schläge habe und mein Ground and Pound ist auch gut, falls er sich traut, mit mir auf den Boden zu gehen. Könnte auch eine Submission sein, kommt auf die Lage an, wie gut ich gelaunt bin, ob ich ihm nicht das Gesicht zerfleischen will oder einfach nur eine Submission, dass er gut davonkommt und in der TV-Show noch gut ausschaut. Das suche ich mir noch an den Tag aus. Simeon, ich freue mich schon, wir treffen uns im Käfig. Und dann bin ich gespannt, ob du mein Level mithalten kannst. Vom Gewicht her passt, alles schon gemacht, aber natürlich ein wenig müde, es war anstrengend. Und jetzt will ich nur noch die Abwaage hinter mir haben. Ich spüre schon, wie mein Mund trocken ist. Kommen wir nun zur offiziellen Waage für das erste Duell. Wir rufen auf die Waage Selim Lee Toko. Nachdem ich aufgerufen wurde für den Main, habe ich mir gedacht, okay, nur noch ein paar Sekunden, dann ist es vorbei. Die Schwitzerei, das Gewicht machen und ich kann essen, was ich will. Und am nächsten Tag einfach ihm in die Schnauze hauen und das war's. Fertig mit der ganzen Geschichte. Das sind 79,0 Kilo für Selim Lee. Oh. Ich rufe auf den Kämpfer vom Team Zawada, Simeon Capoya. Jetzt geht's los. Ich bin ready. Ich hab Bock. Und knallt's. Das sind ebenfalls 79 Kilo für den Kämpfer vom Team Zawada, Simeon Capoya. Okay, Selim. Simeon. Zum Stand-up.
Feuer rein hier. Simon ist bereit. Er weiß, wie man kämpft. Er ist hungrig. Er ist bereit für diesen Kampf. Wir machen das Feuer. Selim wird das Ding auf jeden Fall nach Hause holen. Also ich bin mir da sogar relativ sicher. So, Simon hat sein Gewicht geschafft und wir stehen jetzt Auge um Auge mit dem Gegner. Ich bin auch sehr heiß auf morgen. Ich bin sehr gespannt. Simon bringt sehr viel Energie. Das bringt mir auch wieder Energie und Bock natürlich habe ich auch. Es gibt mir wirklich die Lust, selber in den Käfig zu steigen. Aber diesmal werde ich nur die Anweisung geben und meinen Schüler da zum Sieg führen. Gut, Jungs. Sehr schön. Morgen das erste Duell. Simeon gegen Selim. Viel Erfolg, Jungs. Ja, der Sterno war fokussiert. Beide Jungs haben sich in die Augen geguckt. Haben versucht, so die Schwäche eines Gegners zu gucken. Guckt er weg, guckt er gerade in die Augen. Wie ist er drauf? Wie fokussiert ist er? Der Staredown sehr gut, war richtig Feuer in den Augen von beiden Seiten. Junge, was ein. Aber nur eines. Mehr darfst du nicht. Du, da kannst du sehr gut essen, aber ich, für mich nur dieses eine, das ja, muss aber das und dann geil schmecken. Ich finde das schon, dass du es sogar mit Butter machst, Alter. Das ist schon krass, ey. Das war schon ein Skandal, das auch zu machen, aber auch noch mit Butter. Das ist noch ein anderer Skandal, Alter. Ah, der Junge. Anders kann ich nicht schlafen. Wenn ich das nicht hab, dann lässt mich mein Kopf nicht in Ruhe. Bruder, das ist schon mal, ja? Ich war eine Stunde nicht da und hab einmal meinen Mund nicht aufgemacht, weil ich war die ganze Zeit da und hab Druck auf die gemacht. Immer gesagt, ey, oh, räumt auf, räumt auf, räumt auf. Ich war eine Stunde nicht da, alle abgehauen. Guck mal, was die gemacht haben. Das sieht aus, als ob wir eine Villa vergammelt gelassen haben. Wird ja alles nur schwerer, wenn die kommen, gleich kaputt vom Training. Bruder, ich kann nicht aufräumen, ich kann nicht aufräumen. Sippi, Alter. Ey, Gangster! Bruder, was haben die in der Küche gemacht? Was denn? Was haben die da unten gemacht? Was denn? In der Küche. Digga, ich schneide meine Haare, was soll ich dir sagen? Wer war das? Warum hast du dich gekümmert dafür, Bruder? Digga, was willst du von mir? Ich mache gerade meine Haare, was ist los mit dir? Warum willst du Stress machen jetzt hier? Wieso haben die meine Haare machen, Alter? Wieso haben die Küche nicht aufgeräumt, Bruder? Ich hab doch Hunger. Hast du die Küche aufgeräumt, deine Sachen? Komm. Ey. Hast du deine Sachen aufgeräumt? Ruhe schneiden. Guck mal, ich schwöre, nächstes Mal, ich mach das genauso mit denen. Ich schwöre, nächstes Mal. Nur weil er mein Zimmer ist, lass ich ihn jetzt in Ruhe. Das ist bei meinem Stamm, also kongolesischer Stamm, ist meine Herkunft. Ist kongolesisch und deutsch-polisch. Und von der kongolesischen Seite war das immer die Kriegsfrisur. Wenn die in den Krieg gezogen sind, haben sich immer Haare abrasiert. Da, das ist ja. Glatze. Und das wird alles sauber gemacht, keine Sorge. Ja, die Küche schaut ein wenig aus. Und ich verstehe, dass die sich aufregen. Ja. Es war so abgemacht, dass die diese Challenge verlieren, dass sie da unten die Küche aufräumen. Wenn du trainiert hast und dann noch nach Hause kommst und dann essen willst, dann wollen alle essen. Bis du selber dir was zu essen machen kannst, allein das ist schon. Eben. Bitte. Ja. Für die nächste Staffel, ja. Merkt euch einfach, macht die Zeit. Macht euren Dreck weg. Zeitmanagement. Macht euren Dreck weg. Dann ist alles gut. Es ist natürlich eine ungewohnte Situation. Ich glaube, keiner von uns war jemals in der Situation, dass er mit seinem Gegner in einem Haus eingesperrt ist und gemeinsam hier das Leben lebt. Aber umso besser, dass man sich mit Respekt entgegnet. Und ey, so, ich bin ein Mensch, ich kann diesen Switch schnell umschalten, weil das ist Arbeit. Sobald wir im Cage sind, ist Work. Wir machen Business. Danach geben wir uns die Hand, trinken ein Bier zusammen. Und dann möge der Bessere gewinnen morgen. Wir machen Eisbad, um Recovery zu fördern. Auch mentales Game ist da drin, weil es wird nie besser. Ja, je öfter du das machst, es wird sich nicht verändern, das ist immer schlimm. Okay, let's go, ne? Auf jeden Fall hilft das beim Kampf. Also ich meine, ne, diese Art und Weise von Recovery ist halt einfach für die Muskeln sehr gut, weil die sich ausruhen können und nochmal die Durchblutung einfach krass fördert.
dass vor allem so kleine Wehwehchen wie Muskelkater etc., Quetschungen, ganz schnell über Nacht behandelt werden. Selim gegen Simeon. Das wird der erste Kampf der Octagon Challenge sein. Beide werden alles geben. Warum? Es ist der erste Kampf in dieser Show. Und sie werden quasi die Marschrichtung vorgeben für den ganzen Rest der Show. Für sie ist es jetzt die riesige Chance. Können sie sich beweisen? Können sie sich damit für das Halbfinale qualifizieren mit einer ordentlichen Leistung? Oder werden sie ausscheiden und werden aus der Show fliegen? Also ich habe Simeon beim Schattenboxen gesehen. Der ist halt explosiv wie sonst was. Der ist wirklich gut dabei. Und ich könnte mir sogar sehr gut vorstellen, dass Selim angenockt oder im Best Case sogar K.O. kriegt. Meine Prognose, zweite Runde TKO für meinen Kämpfer Selim Lee Topos. Ich gehe fest davon aus, dass er den Kampf über Punkte gewinnen kann. Simeon knockt ihn aus in der zweiten Runde. Ja. Also der Kampf wird nicht über die drei Runden gehen. Ich bin mir sicher, dass es beim Finish enden wird. Natürlich sage ich, dass der bessere Mann gewinnen soll, aber ich bin von unserem Team überzeugt und ich bin sicher, dass Simeon den Kampf machen wird. Simeon wird den Kampf dominieren und in der zweiten Runde nach K.O. gewinnen. Ich hoffe, dass unser Team auf jeden Fall gewinnt, also der Simeon. Ich wünsche ihm viel Erfolg und möge der bessere gewinnen. Ich rufe in die blaue Ecke. Er repräsentiert Österreich. Selim Litopos! Herzliches Willkommen, Simeon Mufasa Kapuya! Mach die Beine zu! Schlag ein bisschen!
Schlag, ja, 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 ja. Und wieder Beine, Beine zu gehen. Beine zu gehen. Hüfte schwer und Ground and Pound. Ground and Pound, jawohl. Ja, ja, ja. Gut so. Freu dich mit dem Bein. Atmen, Seele, atmen. Jawohl. Atmen. Schön. Schön. Alles gut, alles gut. Passiert nichts. Passiert nichts. Atmen, schön atmen. War sehr gut, war sehr gut. Nur gewinn die Position. Den Mundschutz raus. Atmen. Habt ihr was zu sagen? Gute erste Runde, war anstrengend. Jetzt hol dir die Luft. Pass auf deine Head-Position auf, okay? Dass du nicht in diese Headlocks reinkommst. Das hat die ganze Sache initiiert, sonst hat er keine Chance am Gegenwind verboten. Du arbeitest immer, wenn er deinen Kopf greift, arbeitest du für das Crossface, okay? Für das Crossface, dann ist automatisch die Armschwänge da, okay? Selbst wenn er deinen Kopf weiter greift, okay? Sonst war gut. Lass dich nicht irritieren, dass er Rechtsauslage wechselt. Du bist die echte Rechtsauslage, okay? Und schön boxen, fertig und hol den Kram. Pendo, atmen, atmen. Jab, jab, zeig ihn, jab. Ja, nein, nicht das zeigen. Erst boxen, erst boxen. Level change auf, zeig ihn Level change. Genau, genau. Und dann so, push ihn. Jawohl, gut so. Alles gut, genau. Beweg, Head Movement. Hey, oh. Genau so, Head Movement. Gut so, Felix, gut so. Und runter, und runter. Nicht den Tief, weiter. Durch die Mitte Abfackern. Bisschen tiefer am Visier. Tiefer. Gut so. Alles bewegen. Alles gut. Bewegen. Jawohl. Genau. Links raus. Geh links raus. Nicht zu viel.
Referee stoppage being TKO. Second round in the blue corner. Ich habe das oft genug in meinem Leben schon gemacht. Wurde niedergeschlagen, wie jeder andere. Aber ich weiß definitiv, dass ich nicht aufgebe. Das habe ich nicht in mir drin. Das ist kein Teil von mir, aufzugeben. Ich komme zurück, besser. Simon ist sehr tough, sehr zäh, lässt sich nicht leicht halten und ist auch so ein guter Mensch. Ehrlich gesagt, jetzt werde ich mit ihm feiern gehen, weil ich mag ihn. Die Zawada-Brüder haben ja die Challenge gewonnen, haben ja jemanden ausgesucht, ging ja voll in die Hose wieder. Ich denke und hoffe, dass sie die nächste Challenge auch gewinnen werden, weil dann wird wieder was kommen, was nicht passen wird und wir machen das 2-0. Ich gucke positiv nach vorne und das, was heute passiert, ist passiert, ist Vergangenheit und wir müssen nach vorne schauen und aus den Fehlern lernen und weiter trainieren, weiter fokussiert sein. Eine neue Ära beginnt. Octagon kommt nach Deutschland. Zum ersten Mal Mixed Martial Arts in der ikonischen Festhalle in Frankfurt. Freut euch auf den mehrfachen deutschen MMA-Champion Christian Eckerlin. Ein Kämpfer, der bereits eine Siegesserie von 7 Siegen aufzuweisen hat und der die Ambition hat, der nächste Octagon-Weltergewichts-Champion zu werden. Die Schlacht um Deutschland kann beginnen. Stefan T800 Pütz. Mit 14 Meistertiteln auf seinem Konto geht er in das Duell gegen Martin King Kong Sawada, einem der erfahrensten deutschen MMA-Kämpfer im Halbschwergewicht. Lightweight-Titelkampf: Ivan Buki Buchinger gegen Lausanne, der Black Panther Keita. Der beliebteste tschechische MMA-Kämpfer Carlos Terminator Vemola. Dazu kommt das spektakuläre Finale der TV-Show Octagon Challenge am 4.6. in der Festhalle Frankfurt. Tickets ab sofort erhältlich bei Ticketmaster.